So, Entwarnung, 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 wir lieben sie wieder. Wir sind auch stolz drauf, dort zu sein. Problem ist halt nur, wenn so eine Firma, Fehler macht. Wenn so eine Firma Fehler macht, dann hängt man natürlich als kleine Firma drin. Grüße euch, hi! Hi! Wurde soeben unterbrochen wegen J.J. Abrams Star Wars Episode 8, weil wir ein wunderbares Bild im Schaufenster haben wegen J.J. Abrams Episode 8. Also an sich soll die Sendung und die Sendung bleibt auch Star Wars und nicht ausgleiten. Der Medienkanzler ist ja nicht mehr so, ist ja mehr Captain Rex, auch mehr Star Wars und die Star Wars wird bleiben. Aber wir hatten leider im Hauptstudio hatten wir Pech. Hauptstudio ist zwar privat, aber trotzdem, im privaten Studio hatten wir Pech. Wir wollen hoffen, dass die firmentechnisch hier kein Pech, in der Firma müssen wir leider noch ein bisschen Gas geben, weil die Firma ist sehr wichtig, ist lebenswichtig und wenn man da gestört wird, das geht nicht. Wir hatten, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, an allen Zuschauern, vor allem den Clubmitgliedern und die anderen Mitglieder im Star Wars Bereich. Ist alles wieder okay. Wie gesagt, es läuft demnächst auch im Online-Tante-Emma-Laden, weil Online-Tante-Emma-Laden braucht natürlich einen Datenhighway. Und wenn der Datenhighway aus welchen Gründen auch immer gestört wird, dann geht nichts mehr. So 1995 bzw. 1969 war man auf der Testdatenstrecke ja ziemlich alleine. Ne? Und dann kam ja auch später Tron, ein bisschen später. Ne? 1979 hat man die Firma, da war man also auch schon noch ein bisschen alleine mit BTX, Akustikkoppler und all solche Sachen. Ab 1989 wurde es schon ein bisschen bunter. Im Hintergrund die Pixelväter aus London, Rob Robert und wie die alle geheißen haben, Virgins of Kingsoft, EA Sports und diversen, die heute natürlich in aller Munde. Kingsoft nicht mehr so, aber Virgins of, den gibt es noch. Da war ich 1999 in London. Schwamm drüber. So, jetzt wollen wir ja Star Wars vollziehen. Ich bedanke mich für die Besuche. Ich bedanke mich bei Felbert. Felbert war hier. Das war aber die andere Geschichte, Medienkanzler und so. Wir haben ja diesen Sondersender NRW TV und wir haben ja Ultra DWIP, also einen so. Aber wir haben so verschiedene Untergruppierungen. Weil wir natürlich als Online-TV immer noch nicht anerkannt sind und werden wir nie. Das klappt nicht. Herr Kirch wollte das zwar so mal und AOL damals, also mit AOL wollten wir und Medien und dann kam Kirch und dann kam Bertelsmann und. Naja, heute ist Google, Facebook, Amazon zwar unsere Partner, aber wir müssen die bezahlen, um dort Partner zu sein. Wisst ihr, Ronny erzählt und Sony Entertainment schon mal gar nicht. Deswegen seht ihr meistens kaum so Musikstücke und so. Deswegen seht ihr mich dann halt. Das wird sich irgendwann ändern, wenn die anderen Schauspieler noch Zeit haben. Es kommt alles. Es wird generiert, weil es soll 2018 so und 2019 soll es verendet sein. Und deswegen hat man seit 2013 Filmfiguren und Theater experimentiert. Gestern waren sehr viele hier vom Theaterbereich. Theater Courage, das ist hier in der Innenstadt. Nein, nicht in der Innenstadt, das ist ein anderes Theater. Oh Gott, wir haben zig Theaters hier, Katakomben-Theater, Theater Courage und dann haben wir in der Innenstadt einige Theater. Aber das ist Theater, sagt das Wort schon. Und einer, euer Captain Rex oder Medienkanzler, der auch vor der Kamera agiert, ist natürlich auch ein Privatmensch und es kann schon mal sein, dass die Sendungen dann privatisiert wurden. Mit schön, dass sie bei uns sind, hatten wir ja ein bisschen Probleme, die sich jetzt seit dem 28.09. Beendet haben. Na, diese Probleme sind dann vom Tisch. Aber wir mussten halt ein bisschen die Wege, wir mussten auch mal Stellung nehmen. Wir waren mitgerissen durch die Bundestagswahl, wir waren mitgerissen durch den Reichstag, wir waren mitgerissen durch die Schlümpfe, ne? AfD, das sind Schlümpfe aus Schlumpfhausen, die machen ja die neue Politik blau, ne? Laut Frau Petri. So, Politik interessiert mich nicht, wird mich auch nicht interessieren, also möchte kein Politiker werden,
Ich möchte meinen Datenhighway, ich möchte meinen Tron, ich möchte meinen Matrix, ich möchte meinen Star Wars, ein bisschen Star Trek und die anderen. Also ich möchte Film, Foto weiterhin. Film, Foto weiterhin. Ich möchte auch mit meinen Kunden weiterhin. Hier die analoge Tante Emma ist ja abhängig der Infrastruktur des Stadtes, des Stadtgebietes, des Landes. Ich habe auch viele Ideen für Armin Laschet und auch für die FDP Lindner. Wenn die schon Daten, Highways und Daten, dann sollen sie Datenfirmen, Daten-NRW. Herzstück von NRW war 48 NRW. Das Herzstück von Deutschland. Und so, jetzt ist es halt die grüne Lunge und Kulturhauptstadt, also nicht so viel. Aber wir könnten es wieder digitalisieren. Wir könnten hier Digitalfirmen aufbauen. Wir könnten hier ein staatliches Internet hochfahren, ein staatliches Sozialnetz und vor allen Dingen ein digitales Ministerium. Ein digitales Ministerium. Das war da, ne, und so weiter. Online-Bürger, wir haben an euch Online-Bürger. Ja, ich mache sicherlich ein tolles Video, aber ist schon abgebremst, weil es war ja keine Sendung in dem Sinne. Man war ein bisschen mitgerissen, ja. Am 18.09. macht es Pitch, nichts ging mehr. Da muss man viel Geld ausgeben und trotzdem geht nichts mehr. Und seit dem 3.06. kriegt man nur einen Anruf. Nur einen Anruf. Hallo, das ist bis heute nicht vom Tisch. Und ihr wisst, was nicht vom Tisch ist. Das hatte ich euch gezeigt. Das muss aber vom Tisch. Das muss gemacht werden. So, jetzt hat die Führung, die Führungsriege, die Vorstände haben jetzt genügend Papier auf dem Tisch liegen und können dann in ihren Firmen da mal zusehen, dass in dieser Firma alles wieder richtig gemacht wird, dass hier wieder Spaß herrscht, richtiger Spaß mit den Kunden, mit den Künstlern aller Couleur aus allen Nationen. Also mir macht Nationalität nur Stechschritt keinen Spaß, mag ich nicht. Diktatur mag ich auch nicht, ist albern, mag ich nicht. Ich mag die Vielfältigkeit, ich mag den Planeten, ja, Sci-Fi ist klar, als Star Wars Fan, Star Wars Firma, geht das schlecht. Und Datenhighway erst recht nicht. Datenhighway kennt keine Nationalität, der Datenhighway fließt, der Datenhighway fließt überall hin und das macht Spaß. Wenn ein Neandertaler am anderen Ende mir erklärt, wie ich mit der Keule umgehen kann. Macht doch mehr Spaß, als wenn ich mich hier, kennt ihr Keule? Ne, ich kenne keine Keule. Versteht, also international, versteht ihr? International. Gut, hin und wieder braucht man dann Dolmetscher. Schön und gut. Gut, ein bisschen zwischendurch die ZDF geärgert, weil die ja da Arabien gezeigt, dass die Frauen da unterwegs sein dürfen. Und meine lieben Freunde, noch einmal zum Mitschreiben. Diese BRD, dieses Deutschland, hatte bis 1979 den Mann als Vorstand. Der Mann hat der Frau gesagt, wo es lang geht. So, manchmal fragt man sich, wollt ihr das irgendwie zurückhaben? Also ich will es nicht. Meine Frauen können machen, was sie wollen, sollen sie auch. Hauptsächlich in meiner Ruhe. Als Mann, also wenn ich mich dauernd darum kümmern müsste, dass meine Frau das tut, was ich will, nee, mag ich nicht. Ich mag es nicht. Ich will es nicht und dann will ich nicht. Und ich finde es toll. Seit 1979 darf die Frau machen, was sie will. 1966 war die Frauenbewegung und 1979 war es endlich soweit. Also alle von 49, um eine Zahl zu sagen. Mahlzahl, Hallöchen! So, alle Beiträge, die unter Medienkanzler gelaufen sind und politisch waren durch diese Bundestagswahl. Yippie! Sekretärinnen hat man auch. Die hat mir auch gerade gebracht, wie gesagt, ist ja alles unterwegs. Wie gesagt, politisch wollte ich nicht, aber es hat irgendwie so Spaß gemacht, es auf Star Wars zu münzen. An alle, die diese Sendung sehen sollten, es ist alles wieder okay. Nur, wie gesagt, das eine noch nicht. Also da bin ich nur nicht so mit einverstanden. Da sollte noch was gemacht werden. Hallöchen! Was brauchen wir? Machen wir. Ja, das klappt heute nicht. Viele Besucher wissen ja, dass hier sehr viele Monitore sind, dass hier Studios sind, dass wir, wie gesagt, Web-TV machen, dass wir der Sondersender NRW-TV sind, das Ultra-D-Web-TV als Kanal und so weiter und so fort. Noch einmal, 1995 nach der CeBIT hatten wir viele Ideen.
Und weit davor, 1979, mit London und mit anderen Pixelvätern, ja, Pixelväter, also die Erfinder und so weiter, Virginsoft, Kingsoft, Sega, Sony, nee, Sony war noch nicht da, Nintendo, also Nintendo, Sega und solche Programmiereinheiten, viel Spaß gehabt. Ist ja alles so ins Rollen gekommen. Nur 1995 Cebit hatte man die Idee mit dem Netz und das alles und auch vorgestellt. Wir hatten noch so riesige Monitore, liegt alles noch im Lager. Irgendwann zeige ich es euch. So ein 19 Zoll Monitor war ja ein Riesending. Egal, will ich gar nicht so. Worum es mir geht, ist, ich hatte einen Beitrag gemacht von der Telekom für die weit über 900 Star Wars Begeisterten. Weil es war wirklich, also wir hatten hier eine fette Störung. Ja. Die Kunden haben mich dann halt auch ein bisschen aufgeheizt, weil ich hatte auch eine, also am 18.09.2017 hatten alle eine gewaltige Störung bei der Telekom, bei 1&1 und bei Freenet. Es ging alles. Also die Digitalisation ist im Moment eine Abzocke, die ist noch nicht so. Gerade noch mit Herrn Lindner gesprochen. Der hat natürlich vor, weil er uns ja vieles versprochen hat, sonst hätten wir ihn ja nicht gewählt, da die Rundfunkgebühren zu halbieren. Ich meine, für 8 Euro oder 5 Euro habe ich auch nichts gegen. Also bin gerne bereit, 5 Euro zu bezahlen für die Rundfunkgebühr, aber nicht fast 20. Also 20 für gar nichts bin ich auch ein Gegner von. So. Der Medienkanzler, wie gesagt, die Rolle möchte ich so ein bisschen einstellen. Auch Medienkanzler habe ich zwar noch ein bisschen was laufen, aber ich möchte mich gar nicht mehr so aufregen, weil die Politik ist eh, wenn man die Wahrheit weiß, hat man gar keine Lust auf Politik. Man kennt das Ganze. Ich hatte auch gerade noch hier mit den Blauen, denen habe ich auch meine Meinung gesagt. Die Schlumpfpartei, ich habe gesagt, ihr seid Schlümpfe. Ja, die Frau Petri da hat 32% in ihrem Wahlkreis. Und sagt dann, ihr könnt nicht mal und tschüss. Und jetzt gerade läuft RTL West, sehe ich gerade. Da ist wieder was. Ach, das nervt alles. Belgrad, obwohl, ach komm Leute. Ihr wollt doch von irgendwas hier, ihr wollt doch hier irgendwas von irgendwas ablenken. Also könnt ihr mir erzählen. Ich muss ja auch nochmal gerade hier einen aus der Gruppe Bescheid sagen von Star Wars. Also muss ich nicht antworten. Und wie gesagt, das kann es ja nicht sein, dass im Moment so eine Art Abzocke läuft, weil man gemerkt hat, dass die Jugend noch nicht so das drauf hat, wie wir drauf hatten, um nur so eine Art Alterszahl zu nennen, von 49 bis 79. Die geboren wurden von 49 bis 79, die hatten nicht so ein Interesse von Computern, das alles. Das waren Anwender, man nannte sie User. Das waren Anwender. So, die wenigen, die da programmiert haben, das ist nicht allzu viel gewesen. Nach 79 geboren, 89 geboren, da sah das schon ein bisschen anders aus und heute erst recht. So, heute sind wir ja im absoluten Datenhighway. Also wie ich 1969 angefangen habe, war ich so ganz alleine in meinem Datenhighway. Und so 79 war dann schon das Kreischelement BTX und ein Akustikkoppler. Und dann kamen die Datasette und so. Da kam 1064, Amiga, Atari. Dann kam die Spielekonsole, Nintendo. Wenn Nintendo das nicht gemacht hätte, was sie gemacht haben, wäre ja Sony gar nicht entstanden. Ne? Die hatten sich ja da in die Wolle und dann kam Sony. Und Sega war natürlich mit Nintendo the First 1995 und die haben sich auch gut vertragen, bis dann wie gesagt Sony dazu kam und dann den Markt übernommen hat. Ja, Nintendo machte immer nur sein Mario, das Spiel für Mario war auch super und dann war es das. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Nicht allzu viel, also wie gesagt, beruhigen wir uns wieder, werden wir wieder Magenta. Ich hoffe, dass solche Wahnsinnsstörungen nicht normal kommen. Also bei 1&1 sind etliche Geräte durchgeschossen. Bei mir ist ein Gerät durchgeschossen. Hab ein neues Gerät. Ich will hoffen, dass das funktioniert.
Muss ich heute Abend gucken. Ich habe Monteur Bescheid gesagt, der sollte dann um 8 Uhr morgens im Notfall anrufen. Dann machen wir halt in Ruhe fertig. So. Na, aber hier, das, was ihr da gesehen habt, gut, das ist das, was ich euch in der letzten Folge gezeigt habe, unser Medienkanzler. Da bin ich wirklich nicht mit einverstanden, da sehe ich richtig rot. Ich sehe richtig rot. Bin da nicht Freund von, was da abgegangen ist. Und ja, da muss geändert werden. Also ich will weiterhin mit der, also ich brauche Partner und nicht Gegner. Wenn ich Firmen engagiere oder Firmen mich engagieren, müssen wir Partner sein. Wir müssen konform sein und wenn da mal ein Fehler passiert, gut, ist ja in Ordnung, habe ich ja nichts gegen. Aber wenn ich der Meinung bin, ich werde hier verkackeiert, ich werde hier auf die Spur gesetzt, das habe ich dann nicht so gern, also das mag ich überhaupt nicht. Der Job ist nun mal Videojournalismus und wir graben sehr tief. Also am 18.09. war hier richtig was vorgefallen, da sind viele Geräte bei kaputt gegangen, das ist so, das 1&1 hat es bestätigt, die mussten also Geräte auswechseln. Jetzt müssen die natürlich neu konfiguriert werden und das Ganze. Ja, wie gesagt, bei mir ist es ja auch passiert. Ein uraltes Gerät hat sich da verabschiedet. Und da haben die wohl schätzungsweise zu viel Leistung irgendwie draufgehauen. Und dann sind noch andere Fehler passiert. Die Telekom hat umgestellt. Man erkennt anhand der Rechnung, dass die Rechnungen plötzlich ganz anders aussehen. Und all solche Sachen. Ne? Also die Rechnungen sehen plötzlich ganz anders aus. Gegenüber die alten Rechnungen und auf eine Art sind wir ja konform. Ist noch ein paar Tage, kommt die nächste Rechnung für Oktober, die auch bezahlt wird. Und ich habe zum Beispiel selbst drum gebeten, ich will einfach nur eins zahlen. Also Freenet zum Beispiel hat behauptet, nach mehrmaligen Mahnungen haben wir bei ihnen abgestellt. Ich sage, ich, hast du den bekommen? Hast du den Mahnungen bekommen? Nö, habe keine bekommen. Ja, die hat keine Mahnung bekommen. Und da wurde abgedacht. Leute, also ich habe allen Kunden gesagt, meine lieben Kunden, nicht abbuchen, bezahlen ist besser. Dann habt ihr eure Übersicht, weil die buchen ja ab, wie die wollen. Ne, mal am 8., mal am 13., mal am 23. Ne? Ja, das ist halt so. Und man kann ja nicht, also ich bin Arbeitgeber, ich bringe Geld. Ne? Ich habe da mit Abheben nichts am Hut. Ne? Und also ich bringe immer Geld und gut ist. Ja? Das ist nun mal so, Arbeitgeber gibt, Arbeitnehmer nimmt. Das ist immer eine schöne Symbiose. So in dem Digitalen später, ja, da muss noch was. Also wenn die Tante Emma, also wenn die elektronische Tante Emma on air geht, da muss ich gucken, wie viele Leute ich da einstelle, die das dann bewerkstelligen, weil die sind ja dann in einem sogenannten Lagerbereich, ich mache das nicht wie Amazon, so groß werde ich nicht, aber es muss ja so, hinten im Raum könnt ihr dann arbeiten und alles fertig machen. Und hier, ne, da muss ich noch ein bisschen umschieben. Dann haben wir das Medienhaus und das Copyhaus und dann noch das elektronische Haus. Und da muss ich gucken, diese drei in einem Haus unterzubringen. Ansonsten muss ich ja doch Stellungswechsel machen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja keinen Stellungswechsel machen. Aber das könnte sein, man weiß ja nie. Wie gesagt, die Tante Emma ist schon wieder live, wir sind jetzt schon wieder live. Achso, jemand echauffiert sich über die Bundestagswahl. Naja, viel Spaß beim Echauffieren. Ja, wir sind jetzt wieder im Reichstag, wir haben die blaue Partei, wir sind lauter Schlümpfe, alles Schlumpelin. Die haben es geschickt gemacht, die haben eine geschickte Show. Die haben eine geschickte Show gemacht, weil Politik, wie wir es kennen, gibt es nicht mehr. Also noch einmal. Nur um die Zahl zu nennen, so ab 49 bis 79 geboren. Die haben eine ganz andere Politik, einen ganz anderen Bogen, ganz andere Zeit gehabt. Ne? So ab 89 auf, nach 99 erst recht. Ab 2002 EU-weit, jetzt im Jahre 2017, bedingt durch 2015, ist ja der große Knaller entstanden. Seit 2015 ist der große Knaller entstanden. Und da hat man ja vieles erlebt. Ne? Viele Großkotze haben ja losgelegt. Till Schweiger hat losgelegt. Ne? Wisst ihr noch, was der alles von sich gegeben hat. Doch jetzt, 2017, beruhigt sich alles ein bisschen. Jetzt kommen die anderen plötzlich. Ey, da ist doch was. YouTube, da können wir was machen. Jetzt kommt Bulli plötzlich. Noch einmal. 1995 hatten wir das vor. Wir haben entwickelt.
Wir hatten uns das ausgedacht, UPROM TV, Du bist TV und Du.de Community. War eine super Geschichte, ja, bis dann aufgekauft wurde, gehört jetzt alles eins und eins. Ja, ist eben so. Da haben wir mit Magic, 1995 mit Magics gearbeitet. Das ist eine wunderbare Software, kann ich jedem empfehlen. Die ist aber leider auch aufgekauft worden, die Firma Magics. Wenn ich ehrlich gestehen darf, alle Firmen, die ich kenne, alle Firmen, wo ich involviert war, wo ich selbst gearbeitet habe als Selbstständiger, gibt es nicht mehr. Das ist genauso wie hier, die Kunden, die man vorher hatte, die vor allen Dingen die sehr alten Kunden, die leben nicht mehr. Ja, ich habe gerade wieder ein paar Nachrichten hier gesehen, Heffner ist tot, dann ist die Rockröhre gerade gestorben, ja, und all solche Sachen. Also meine Vergangenheit stirbt so langsam, also meine Helden. Noch sind ein paar da, aber die sind nicht on air. Die sieht man nicht, die hört man nicht. Da kriegt man irgendwann so eine Nachricht, dass sie nicht mehr da sind. Ne? So, ja. Nur noch die Neuen sind da, so ab 89 aufwärts, die uns hier Geschichten erzählen. Und die Geschichten sind meistens nicht wahr, die da erzählt werden, aber was soll man machen? Was soll man machen? Ja? So, noch einmal, wir die Medien dürfen nicht helfen. Wir die Medien können was zeigen, wir die Medien können es aufgreifen, wir die Medien können versuchen zu zeigen, hey Leute, hier läuft was schief. So, und die Realmedien sind ja meistens so überfrequentiert, dass sie gar nicht helfen können. Die machen daraus. So, dann gibt es Komparsen, da gibt es Leute, die dann die Sendung machen. Die machen dann die Sendung mit Komparsen zusammen und zeigen das. Sehr viel im Fernsehen ist Equipment, also ist vorgeschrieben. Das Ganze ist vorgeschrieben. Und das wird nach Script, also Script Entertainment nennt sich das. Da liegt ein Script vor. Und nach diesem Skript muss man arbeiten. Auch die Komparsen müssen so arbeiten, auch die Schauspieler müssen so arbeiten. Ja, dann wird das da so abgewickelt. Ja? Dann werden neue Formate ausgedacht. Und diese Formate werden nach diesem Skript Entertainment dann ausgedacht, vorgeführt und ihr schaut es euch an. So. Und wir vom WebTV, wir wollten ja sozusagen den Bürger, das Bürgernähe, mit dem Bürger, so wie er ist, arbeiten. Jetzt macht der Bürger das unter YouTube und YouTuber auch, was auch alles gelogen ist da. Also digital wird gesteuert. Digital wird gestanzt, gesteuert und euch vorgesetzt. Und die Laien und so, die davon keine Ahnung haben, die wundern sich, dass sie nicht Platz 1 sind oder dies oder jenes oder das. Ja, ist eben so. Das kann man nicht ändern. Weil er nun mal so ist, es wird vorprogrammiert. Man schließt Verträge und mit diesen Verträgen wird dann jongliert. Damit ihr Bescheid wisst, also ich hatte jetzt mal ein paar Sekunden Ruhe, ist schon eine fortgeschrittene Uhrzeit, ich mache jetzt Pause. Ich bedanke mich an allen Kunden, also alle Kunden, Star Wars Kunden, ja, Figurenkunden und natürlich die normalen Kunden. Hallöchen, einfach wieder ran oder? Ja, ich muss. Die schöne Zeit, 1995 C-Bit. C-Bit mit der Vorstellung, Netz und so weiter, Akustikkoppler, das Downloaden dauerte. Also mit der Zeit, Internet, wo wir dann mit ICQ, ja, ICQ, Skype, mit Skype, ICQ und so hantiert haben, wo man wusste, dass man online ist und so weiter und so fort. Und Du.de Community und ach, wie alles geheißen hat. Es war eine wunderschöne Zeit, 1995, nach der CeBIT, ein User gewesen zu sein, ein Entwickler gewesen zu sein und man in einem Gremium saß und ausgedacht, was wir da alles machen und die was machen und Geld verdienen und Geld verdienen und Geld verdienen. Ja. Nur, man hat ja nicht mit der Telekom gerechnet. Die Telekom konnte das nicht und die wollte das auch irgendwie nicht. Man musste halt mit den anderen arbeiten, die es dann da gab. AOL war ja da, Gott sei Dank. Und irgendwann hat dann Telekom eingesehen, da ist ja was. Und somit konnte man dann auch mit der Telekom arbeiten. Dann war AOL weg. So, und jetzt haben wir ja Gott sei Dank die Telekom immer noch, Gott sei Dank. Und die hat also auch verstanden, den anderen ihre Kabel anzubieten, wo die anderen dann aufgespeist wurden, 1 und 1, Freenet. Die speisten sich ja dann auch darauf ein, haben also nicht bekommen, dass sie zuzüglich arbeiten können. Weil viele fragen, warum Deutschland ja, nicht so gut ist im Internet, nicht so schnell ist im Internet.
Ja, weil die Firmen wollen Geld verdienen. Firmen wollen Geld verdienen. Denken sich tagtäglich neue Strategien aus, also die großen Fetten. Denken, weil da müssen Millionen und Milliarden fließen. Hier fließen 20 Cent. Unser Eins ist glücklich und der Kunde auch. Ja, wenn man im untersten Basement ist, dann ist ja das untere Basement, latscht ja jeder drauf rum. Ne? Da oben kommt man ja nicht hin, so einfach. Ne? Ja, wenn man also unterste Basement ist, alles latscht drauf rum, ist klar, wird auch der unterste mal krumm. Dann geht nichts mehr. Ist klar, dann baut man also neu und latscht wieder drauf rum. Und so ist es ja auch mit dem Datenhighway. Wenn man den Datenhighway einmal flächendick gebaut hat und man kann wunderbar fließen und dann auf einmal kommt sowas wie Zwang und alle müssen fließen, dann kommt es schon mal zum merkwürdigen Schluss. Es ist zwar ein Kabelstrang, überall fließt so, man muss sich halt nicht so flächendeckend da bei Tron vorstellen. Man hatte ja versucht, den Menschen Computer damals beizubringen durch Tron. Und wie gesagt, es sind alles so Bündel, Verbündelungen und in den Bündelungen läuft dann alles. Ja, aber umso mehr sie sich darin rumquetschen, kommt es dann zu Reibungen und dann funktioniert das auch wieder nicht. So, das sind so die Fragen, wieso haben wir nicht so ein schnelles Internet? Wir sind Dichter und Denker. Und wir Techniker, besonders wir Ideenschreiber, und das ist wie beim Film auch, die Dramaturgisten, dann geht es zur Regie und Aufnahme und so weiter. Das sind also so Wege, die laufen müssen und dann irgendwann zusammen und dann muss eine Einheit, ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir, das passt schon alles. Das müsste also auch bei der Telekom irgendwann mal funktionieren. Ja, dann schauen wir da. Und ich bedanke mich noch einmal, dass ihr da wart. Ich bedanke mich, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich bedanke mich auch, wie gesagt, die Wut war überall. Deswegen haben wir auch mal als Medienkanzler, euer Captain Rex meldet den Medienkanzler momentan ab. Wir waren alle stinkwütend, weil wir über 10 Tage, einige über 20 Tage, kein Internet hatten, nichts funktionierte. Viele Geräte sind kaputt gegangen, auch bei 1 und 1 sind am 18.09. viele Geräte kaputt gegangen. Nicht nur mein Gerät ist kaputt gegangen, heute habe ich das erfahren, weil ich vorhin angerufen, jetzt geht dort auch alles wieder. Da war 1 und 1 zu Hause und da waren auch die Geräte defekt, da mussten auch Geräte ausgetauscht werden. Auch ich hatte ja noch ein altes Gerät gehabt, das dann, wie gesagt, durch diese Ab- und Umschaltung da kaputt gegangen war und ist. Und jetzt versuche ich gleich, wenn ich nach Hause komme, dass das neue Gerät Smart funktioniert. Ja? Das Speedboat Smart von der Telekom wird ja mit der VW zusammen gesponsert, aus welchem Grund auch immer. Überall sind nur Sponsorings und nichts funktioniert und das macht natürlich keinen Spaß. So, ich läute jetzt so langsam mal das Wochenende ein und alle, die jetzt solche Beiträge hier verfolgen, auch hier diesen Wahnsinnsbeitrag über die Geschichte, die da abgelaufen waren, sind ja jetzt wieder vorbei. Es war, und ich wette immer noch, RTL bzw. WDR wird nicht darüber berichten. Herr Lindner wird sicherlich nichts dazu sagen. Herr Armin Laschet wird sicherlich auch nichts dazu sagen. Und ob man der Kanzlerin dazukommen lassen sollte, ihre Idee mehr im Klo zu finden ist, wie wirklich Glasfaser endet vor der Haustür. Ja, im Haus gibt es kein Glasfaser. Das habe ich schon so oft beantragt, die belächeln mich einfach. Ich habe gesagt, ich möchte ein neues Kabel haben in meinem Haus. Ja, aber bis zur Haustür ja, aber im Haus nein, keine Chance. Hier im Geschäft genauso, da möchte ich auch Glasfaser haben, aber wie gesagt, keine Chance, kriege ich nicht. Ich muss mich hier mit einer Wahnsinnsanlage rumärgern, die ja gar nicht mehr existiert. Die haben die ja durchgeschnitten. Die haben die Stränge durchgeschnitten, haben einen einfachen Strang zusammengewickelt. Das ist okay. Ja? Ich meine, es funktioniert ja alles, sonst würdet ihr mich ja nicht sehen. Ja? Aber wie das aussieht, habe ich euch auch gezeigt. Ich habe euch gezeigt, wie es aussieht. So kann ich es nicht stehen lassen, das geht nicht. Das ist eine Firma, hier ist Publikumsverkehr, im Studio ist auch Verkehr. So oder so kann man jetzt drüber nachsingen oder nicht. Ja, jedenfalls ist das so und ich hoffe, ihr habt mich verstanden, euer Medienkanzler. Ich schreite jetzt aus, bin wieder der Captain Rex, gehe wieder in den Modus von Star Wars und freue mich, neue Sachen dort zu finden in der Star Wars Show in California Rebels 4. Ich freue mich, wenn bei mir alles wieder läuft
und ich die vierte Staffel dann endlich sehen kann. Ich werde mich gleich im alten Studio nochmal alles anmachen, alles umlegen, alles ausprobieren. Ich habe meine Nummer hinterlassen. Der Monteur möge mich dann morgen früh anrufen. Mal schauen, ob er es tut. Ja, schauen wir mal. Na? In dem Sinne, wenn ich dann wieder aus dem alten Studio wieder senden kann, meine lieben Freunde, dann geht's wieder los mit dem lieben, was weiß ich, ich denke mir was Neues aus. Irgendwie was Lustiges, damit ihr was zu lachen habt. Ja, Onkel Reinhold im Dinges Theater, ich habe den Namen jetzt vergessen, ist auch egal, bin jetzt müde. Courage, Courage, er ist ja nicht mehr in dem anderen Theater, er ist ja im Courage. Onkel Reinhold, der Finanzkanzler, ich als Medienkanzler, dann gibt es auch den Kochkanzler. Ne? War eine tolle Truppe, auch die Beatles, also Revival Band. In Courage. Ihr braucht ja nur googeln, Courage eingeben, hier in der Stadt Essen, Theater Courage, und dann schaut schon mal da rein. Kann ich auch mal empfehlen, ist eine tolle Geschichte, ein kleines Theater. Adrian, ich habe es hier gerade im Kopf. Adrian Raspe. Ja, genau, also Raspe. Werde ich euch auch mal wieder vorstellen, ich werde es mal recallen. Aber die ist momentan im Theater so richtig schön ausgelastet, die hat richtig viel zu tun. Der kleine Pirat geht ja wieder auf Halloween zu. Also unser Job macht Spaß. Wir sind Künstler, freie Künstler, und wir machen viele, viele, viele Sachen. Und wir werden sicherlich irgendwann mal wieder was Tolles auf den Weg bringen. Und dann schauen wir mal, was dann ist. Natürlich, wie gesagt, wir suchen Partner, Feinde haben wir genug. Wir suchen gute Firmenpartner, die in der Welt der Technik unterwegs sind, denen wir dann bezahlen können, damit die unsere Sachen machen. Muss mal gucken, ob wir sowas finden. In dem Sinne, viel Spaß. Da war gerade ein Bote, und da wollte ich euch auch mal sagen, da wo ich lebe, da wo unsere Firma ist, da wo wir zu Hause sind, wurde auch gewählt, ist ja klar. So, bei uns wurde gewählt, jetzt hier im Ort, hier das bisschen, 21,4% für die CDU, 30,73% für die SPD, die Grünen 8,8%, die Linke 12,27% und die FDP 9,5% und AfD 10,48%. Sonstige ferner liefen. Also auch hier in diesem Ort wurden 10% AfD gewählt. 9,5 FDP, 12,27 die Linke, 8,82% die Linke wohlgemerkt, dann die CDU 30%, also CDU 30%, das stimmt nicht, also in meinem Ort sind immer noch 30% SPD, ja, das ist okay, SPD 30%, NRW, Kohle, Stahl, Eisen, Krupp, Thyssen. Sagt alles. Sagt alles. Also hört auf mit euren da oben. Seht ihr hier, Stadt Essen. Stall an der A40. In Frohnhausen haben gewählt. Und das ist gar nicht mal so schlecht. So, meine lieben Freunde, ich bin weg. Jetzt bin ich wirklich weg. Nur wegen dem Nachtrag der Bundestagswahl. Da so wählte der Westen. Und dann sage ich, viel Spaß, macht's gut. Wir erleben uns.